Michael, wir haben aufmerksame Zuschauer. Die haben die letzten Videos angeguckt über die Theorie der Formatanalyse im Modeling und dieses Change History Video und haben bemerkt, dass ich in der Formatanalyse, in dem Theorievideo, zwei Sachen versprochen habe, die ich hinterher in dem Change History Praxisvideo nicht eingelöst habe. Und die will ich jetzt nachreichen, weil die beiden Sachen, die ich angesprochen habe, die noch fehlen, sind: Wie kann man die Schritte im Format in beliebiger Reihenfolge machen und wie kann man das Format auch rückwärts machen? Das sind zwei ähnliche, aber doch verschiedene Sachen. Und das zeige ich jetzt und dazu werde ich erstmal ein paar Kärtchen machen. So, jetzt schreibe ich die Schritte vom Change History auf diese Kärtchen. Das beginnt Change History, ich kann es ja nochmal einmal hier kurz als Wiederholung anmalen, das Format selber. Wir haben eine Timeline. Und in dieser Timeline haben wir einen Punkt in der Gegenwart. Und hier gibt es anfangs ein nicht so gutes Gefühl. Und dieses nicht so gute Gefühl gibt es, weil hier in der Vergangenheit ein signifikantes emotionales Ereignis war, wo die Ressourcen fehlten. Und der Startpunkt von Change History ist, mir geht es jetzt schlecht, weil das hier war. Und dann geht man raus aus der Timeline, dissoziiert sich, geht neben der Timeline zurück, guckt sich das Ganze hier an und überlegt sich, welche Ressource hat denn hier gefehlt. Diese Ressource wird dann aktiviert und hier installiert. Dann erlebt man das Ganze neu und geht damit wieder in die Gegenwart und dann, na gut, ich lasse ihn trotzdem so, und dann geht es einem wieder gut. Und diese Schritte mache ich jetzt mal auf Kärtchen und dann gucken wir, was passiert, wenn man das in einer völlig zufälligen Reihenfolge macht. Also wir haben als erstes das Symptom in der Gegenwart. Das zweite ist die Ursache in der Vergangenheit. Als drittes ist Ressource aktivieren. Dann kommt als Schritt Nummer 4 die Ressource in das signifikante emotionale Ereignis integrieren. Und ich mache mal ein bisschen gründlicher, neu erleben. Dann wieder zurück in die Gegenwart. Und da kann man dann schon die Veränderung wahrnehmen. Und wir machen es gründlich, wir machen dann noch ein Future Pace. Das sind schon mal ein paar schöne Schritte, wie man so ein Change History machen kann. Ups, die drücken durch. Naja, aber man sieht ja, ich mische hier wirklich auf die bestmögliche Art und Weise. Jetzt vielleicht noch mal ein paar Worte, wozu das überhaupt sinnvoll ist. Also wie der Dichter schon sagt, so entsteht zwar ein Gedicht, aber sinnvoll ist es nicht. Geht es nicht darum, dass wir auf die Art ein Format entwickeln, wo wir sagen, das ist besser als Change History oder sogar in irgendeiner Art wirklich großartig und fantastisch. Es ist eine Fingerübung, es ist eine Übung, die macht einen flexibel im NLP. Wenn ich diese Schritte auf eine beliebige Art kombiniere und mir auch überlege, wie ich sie anpassen muss, damit ich sie kombinieren kann, werde ich einfach wesentlich fitter in diesen Schritten. Ich lerne die Schritte viel besser kennen. Das heißt, wenn ich sage, die Schritte eines Formates sind die Vokabeln in einem Satz der Sprache NLP und ich beginne jetzt diese Vokabeln frei zu schieben, dann bekomme ich ein ganz anderes Gefühl für die Vokabeln und werde auf die Art einfach sehr, sehr fit in den Elementen des NLP, was mir dann später wiederum nützt, wenn ich nach Modeling in Schritt 3 in der Installation ein eigenes Format erschaffen will, dass ich dann aus diesen Schritten eben ein Format bauen kann. Und dafür übt man. Das ist also wirklich eine reine Fitnessübung im NLP und es geht nicht primär darum, dass man jetzt da irgendwie was macht. Okay, also angenommen, es käme ein Klient. Ich hole mir einen Klienten.
Wir nehmen den mit dem Bart, der ist vom letzten Mal bewährt. Also dies ist unser Klient für ein Change History in verrückter Reihenfolge. Und wir beginnen mit dem ersten Schritt, Ressourcen in das signifikante emotionale Ereignis zu integrieren. Das ist jetzt allerdings herausfordernd. Das heißt, der erste Schritt im Format soll jetzt darin bestehen, dass wir zu Beginn Ressourcen in das signifikante emotionale Ereignis integrieren. Da fällt mir im Augenblick nichts dazu ein und das finde ich gerade spannend. Das erinnert mich an das erste Trainertraining, was ich in meinem Leben gegeben habe. Das hieß damals noch gar nicht so. Das war mit einer Gruppe von Mastern. Da sind wir eine Woche nach Teneriffa gefahren und haben gesagt, wir machen so eine Art internes Trainertraining, ohne es so zu nennen. Und dann hatte ich die Übung vorgeschlagen, wir probieren mal, welche Reihenfolgen eigentlich möglich sind für die NLP-Inhalte im Laufe des Curriculums. Und dann haben wir die ganzen NLP-Inhalte auf Kärtchen geschrieben, haben die gemischt und haben die ausgeteilt. Und jeder bekam 2, 3 Kärtchen und sollte aus diesen 2, 3 Kärtchen das erste Wochenende designen. Ich habe mitgespielt und ich bekam das Kärtchen Re-Imprinting. Das heißt, mein selbstgeloste Herausforderung war, ich gestalte das erste NLP-Practitioner-Wochenende mit dem Format Re-Imprinting. Mein erster Impuls war Panik, um Gottes Willen, wie soll ich dieses Format, was man eventuell am Ende des Practitioners, eigentlich am Anfang des Masters macht, wie soll ich das jemals mit Leuten zu Beginn eines Practitioners machen? Ich hatte überlegt, wie kann ich denen quasi am Samstag Hochdruckbetankung alles das reingeben, was sie brauchen, damit sie am Sonntag Re-Imprinting können. Ich war völlig gaga. Und habe dann beschlossen, nee, ich fange am Samstag mit Re-Imprinting an, als erstes Format. Und habe mir überlegt, wie kann ich Re-Imprinting so aufbereiten, dass es für Leute taugt, die noch nie auch nur eine Silbe NLP gehört haben. Dieses Ereignis hat meinen Blick auf NLP sehr verändert, das so zu machen. Und dieses Spiel war auch eine der Grundinspirationen für das Konzept, wie wir es im Augenblick in Berlin machen, NLP Practitioner und NLP Master im modularen Konzept, dass man jedes Wochenende einsteigen kann, weil ich habe damals gemerkt, es gibt nicht die beste Reihenfolge, es gibt nicht die optimale Reihenfolge. Man kann die Sachen in jeder beliebigen Reihenfolge machen. Das heißt, jetzt hier, unser Männchen mit dem Bart beginnt damit, Ressourcen in das signifikante emotionale Ereignis zu integrieren. Ich könnte zum Beispiel damit anfangen, dass ich eine Universalressource nehme. Von T. Stahl habe ich da mal gehört, diesen wunderschönen Satz. Du als erwachsener Mensch mit all dem, was du weißt und kannst. Das ist eine sehr schöne Idee von einer Universalressource. Wenn es jemand ist, der NLP kann, würde ich ihm auch sagen, nimm doch einfach NLP da mit rein. Und was auch normalerweise sehr gut klappt als Universalressource, ist sowas zu sagen, goldenes Licht, silbernes Licht, weißes Licht, sowas in der Richtung. Das heißt, an dieser Stelle, wo das SEE, das signifikante emotionale Ereignis, noch gar nicht gefunden worden ist, könnte ich meinem Klienten sagen, zu Beginn des Prozesses, okay, bevor wir anfangen, bitte ich dich, sieh doch mal einfach das, was das Ereignis ist, für das, was dich hierher geprägt hat. Auch wenn wir das Ereignis noch gar nicht wirklich benennen können, sieh es mal metaphorisch in deiner Geschichte und umhülle es mit goldenem oder silbernem Licht. Als Start der Arbeit. Das wäre ein sehr schöner erster Schritt, weil auf die Art würde ich etablieren einen sicheren und ressourcevollen Rahmen für die Bearbeitung dieses Ereignisses. Jetzt kommt der zweite Schritt, neu erleben. Das ist echt eine coole Reihenfolge. Und ich kann sagen, und wenn du es dann im goldenen Licht siehst, dieses metaphorische, noch gar nicht näher bestimmte Ereignis in deiner Vergangenheit, wie ist es dann, das so zu erleben, mit diesem Blick. Ich würde den Blick ja dissoziiert machen, wir sind ja noch dissoziiert. Das heißt, das neue Erleben läuft hier dissoziiert ab. Also wie ist es jetzt aus der Gegenwart, im Rückblick auf deiner Timeline, sich dieses Ereignis vorzustellen im goldenen Licht? Jetzt reorientieren die Gegenwart. Und wenn du das so erlebst, wie fühlst du dich dann jetzt schon, wenn du an dieses Ereignis denkst, Future Pace, und überleg mal, einfach nur auf dem aufzubauen, was jetzt schon geschehen ist, wenn du das dir weiterdenkst in die Zukunft
und darauf aufbaust. Wir haben es noch gar nicht wirklich bearbeitet. Wir stellen es uns nur einfach im goldenen Licht vor. Du blickst nur einfach anders auf dieses Ereignis, was wir noch gar nicht benannt haben. Aber alleine das hat schon so viel verändert, dass sich vorzustellen, wenn das weitergeht, hallo, und jetzt Symptom in der Gegenwart. Das geht ja um das zugrunde liegende Problemsymptom. Und wenn du jetzt aus dieser Perspektive dir nochmal überlegst, was hast du am Anfang mitgebracht? Wie war am Anfang dein Eindruck von dem, was dich zu diesem Format inspiriert hat? Wie anders ist das jetzt schon im Unterschied zu damals? Und jetzt kommt Ursache in der Vergangenheit. Das heißt, jetzt können wir gucken, nachdem wir es eigentlich schon alles geklärt haben in diesem Prozess, wo wir noch keinen Schritt in die Vergangenheit gegangen sind, können wir jetzt sagen, okay, und jetzt geh mit dieser Erfahrung des metaphorischen Lösens, des Blick in die Zukunft, geh jetzt zurück und stell dich neben die Ursache in der Vergangenheit und aktiviere jetzt noch alle Ressourcen, die du darüber hinaus brauchst, um dieses Ereignis neu zu bewerten. Also ich würde mal sagen, die Reihenfolge ist so okay. Ich hatte schon schönere Reihenfolgen, aber ich glaube, du merkst, es geht und wir machen sofort eine zweite. Einfach um zu zeigen, was möglich ist. Das sind so Spiele, die folgen der Neuner-Regel. Die Neuner-Regel ist von John Vorhaus aus dem Buch über kreatives Schreiben. Mit Neuner-Regel meinte er, wenn du von 10 Versuchen 9 wegschmeißt und einer taugt was, dann bist du der King. Dann bist du richtig gut mit dem, was du machst. Okay, wir starten mit dem Future Pace. Wir starten mit dem Future Pace. Das heißt, zu Beginn unseres jetzt Change History zweiter Variante würde ich meinen Klienten einladen. Okay, stell dir vor, wir arbeiten jetzt an dieser Geschichte und du guckst in einem Tag oder in einer Woche, in einem Monat drauf zurück auf das, was wir heute gemacht haben und denkst dir, boah, das war ein Augenblick, da hat sich mein Leben wirklich geändert. Das war so cool. Bis dahin war ich von irgendwelchen vergangenen Sachen belastet. In dem Augenblick habe ich mich davon befreit. Und was habe ich jetzt für ein großartiges Leben? Also stell dir jetzt schon vor, wie toll das sein wird, in einigen Tagen oder Wochen darauf zurückzugucken, auf das, was wir jetzt machen. Und freu dich, denn jetzt machen wir es. Ursache in der Vergangenheit. Und was wir jetzt machen ist, und jetzt zurückdissoziiert, wir gucken uns jetzt an. Was liegt dem Ganzen zugrunde? Und wir gucken es uns dissoziiert an. Wir werfen einen vorsichtigen Blick in die Vergangenheit und fragen uns, woran liegt's? Und dann kommen wir gleich wieder in die Gegenwart, jetzt ist nämlich Röhrchen in die Gegenwart, und überlegen uns, okay, das ist die Ursache, aber wie hättest du es denn gerne jetzt? Was ist denn dein Wunsch? Wie soll es denn sein? Was ist es denn, was rauskommen soll als neuer gegenwärtiger Zustand, wenn wir es bearbeitet haben? Verglichen mit Symptom Gegenwart, verglichen mit dem, wie du hier heute reingekommen bist, verglichen mit dem, wie wir angefangen haben. Ressourcen aktivieren. Und welche Ressourcen bräuchtest du jetzt, weil wir sind in deiner Gegenwart, welche Ressourcen bräuchtest du jetzt, um diesen Schritt zu gehen? Und neu erleben. Wie ist jetzt schon in der Gegenwart dein neues Erleben, wenn du daran zurückdenkst, wenn du jetzt beim Erinnern daran in der Gegenwart diese Ressourcen aktivierst? Und wie besser wird es noch, wenn du diese Ressourcen darüber hinaus noch zurückträgst in dieses Ereignis und sie dort integrierst? Ich würde sagen, die war schon besser. Also da kommt schon ein bisschen mehr gute Laune. Wir machen auf jeden Fall noch einen dritten Durchgang. Weil ich habe ja schon die Hoffnung, dass wir einige Zuschauer inspirieren, dass die auch mal Formate auf Kärtchen schreiben und sich überlegen, wie kann man denn dieses Spiel spielen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Kärtchen, also gibt es 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal Möglichkeiten. Also 7 mal 6 ist 42, mal 5 ist 210, mal 4 ist 840, mal 3 ist ungefähr 2400, mal 2 ist knapp 5000. Das heißt, wir haben ungefähr 4.500 bis 5000 Möglichkeiten.
Nee, 4.000 bis 4.500 Möglichkeiten, glaube ich, um diese Kärtchen zu sortieren. Wollen wir die alle machen, Michael? Okay, dritter Durchgang. Symptome in der Gegenwart. Ach, das ist ja nur eigentlich langweilig, weil das ist die Originalreihenfolge. Wir fangen unser Change History an damit, dass wir uns überlegen, was ist denn im Augenblick, wo drückt der Schuh, was führt dich hierher, was ist es denn gerade, woran wir arbeiten wollen. Und jetzt wird die Ressource in das vergangene Ereignis eingeführt. Das heißt, wenn ich nur das Symptom in der Gegenwart benenne und ich habe noch nicht das zugrunde liegende Ereignis rausgearbeitet, dann kann ich jetzt wieder symbolisch arbeiten und sagen, okay, wir wissen noch gar nicht genau, woran das Ganze eigentlich liegt, dass es dir im Augenblick so komisch geht, aber wir können jetzt schon mal vorbereiten, prophylaktisch goldenes Licht, silbernes Licht, Edelsteine und Sternenstaub zurückschicken in die Vergangenheit. Das wartet dort auf dich und wenn wir nachher dahin gehen und wir bearbeiten, das weißt du, da warten schon die Sterne auf dich. Und jetzt, Ursache in der Vergangenheit, gehen wir da auch wirklich hin. Jetzt gehen wir wirklich zurück und schauen uns das an und wir folgen jetzt diesem Pfad aus Sternenstaub. Das wäre eine wunderbare Möglichkeit, so Modalitäten einzubauen. Überleg mal, ich bin in der Gegenwart und schicke, ich schicke den Sternenstaub hier nach hinten und mache mir schon einen goldleuchtenden Pfad und dann gehe ich auf diesen, das finde ich eine tolle Variante, die gefällt mir wirklich, und dann gehe ich auf diesen Pfad, diesem leuchtenden Gold, das ist doch irgendwie Zauberer von Oz. The Golden Brick Road. Und gehe dann zurück auf diesen goldenen Weg in die Vergangenheit zur Ursache und tu dort die Gegenwart neu erleben. Das ist aber cool. Das heißt, ich stehe jetzt in der Vergangenheit. Ich bin auf meinem ressourcevollen Pfad in die Vergangenheit. Ich stehe jetzt neben dem ursächlichen Ereignis und gucke von dort aus der Perspektive der Vergangenheit in die Gegenwart und sehe, wo ich gleich landen werde, wenn ich dieses Ereignis ressourcevoll... Diese Reihenfolge gefällt mir wirklich gut, die schreiben wir hinterher auf. Und Future Pace. Gucke von dem vergangenen Augenblick über den Gegenwartspunkt hinaus weiter in die Zukunft und mache mir klar, da wo ich jetzt stehe, in meiner Vergangenheit, auf dieser golden leuchtenden Sternenstaubstraße und gleich Ressourcen reinbringen werde, was wird sich alles daraus ergeben für mein gesamtes Leben über Gegenwart und Zukunft? Neu erleben und erlebt das gleich jetzt schon, wie gigantisch das ist. Und na klar, jetzt kommt der und jetzt aktiviere ich diese Ressourcen, bring die da rein und gehe komplett. Die Reihenfolge finde ich echt cool. Ich glaube, die schreiben wir drunter in die Anmerkungen und machen da wirklich ein Format draus. Das ist cool. Also, das Symptom in der Gegenwart benennen, dann aus der Gegenwart rückblickend Ressourcen in Form von visuellen Metaphern, Sternenstaub, in das zugrunde liegende Ereignis bringen. Dann gehe ich diesen golden, schimmernden Weg zurück in die Vergangenheit dissoziiert, bis ich neben meinem ursächlichen Ereignis bin. Von dort gucke ich in die Gegenwart und stelle mir vor, wie anders das gleich sein wird und richte den Blick weiter in die Zukunft, was sich daraus alles ergeben wird und kalibriere mich auf mein neues Erleben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und dann aktiviere ich die Ressourcen und wusch, geht also richtig durch. Das gefällt mir gut. Wie findest du das, Michael? Das ist mal ein cooles Teil, wa? Okay, einen machen wir noch. Also wer jetzt noch keine Lust hat, das zu machen, da weiß ich ja wirklich nicht. Letzte Version. Dann haben wir 4 aus 4.000 und die anderen 3.999 machen dann einfach unsere Zuschauer auf dem Kanal selbst und schreiben in die Kommentare, was sie die beste Version fanden. Okay, wir starten mit Neuerleben in der Gegenwart. Da nimmt der NLPler den als Obrahmen und sagt, okay, bevor wir loslegen, das ist immer so ein kleiner Trick, dass wenn du irgendwas zum ersten Schritt machen möchtest, wo du erstmal denkst, das passt überhaupt nicht als erster Schritt, dann frames einfach mit, bevor wir loslegen. Dann ist es klar, das muss ein erster Schritt sein. Also bevor wir loslegen, lass uns mal ganz kurz drüber philosophieren, nachdenken, erleben, vorwegnehmen. Wie wirst du dich hinterher fühlen wollen nach dem Format? Welches Neuerleben der Gegenwart möchtest du eigentlich haben? Angenommen, wir würden das gleich machen, dieses Change History, ich weiß nicht, was da für ein Format rauskommt. Wie ist das Gefühl? Okay, das merken wir uns, das verankern wir uns, da wollen wir hin. Und jetzt Ressourcen zurück in das signifikante emotionale Ereignis. Und dieses Neuerleben, was du gerade hattest, das schickst du gleich mal zurück.
stellst dir vor, das ist ja ohnehin, ich habe es ja gerade erlebt, das ist ja schon eigentlich geschehen und ich schicke es einfach zurück in das ursächliche Ereignis und dann aktiviere ich die Ressourcen, die ich dafür brauche. Das heißt, von diesem Neuerleben aus, von diesem Zurückschicken, ich bin immer noch in der Gegenwart, aktiviere ich jetzt die Ressourcen, die dazu passen und bringe sie erstmal in die Zukunft. Ha! Das Unbewusste dachte, wir gehen in die Vergangenheit, weit gefehlt, wir gehen in die Zukunft. Das heißt, jetzt könnte ich sagen, blick mal in die Zukunft, wie diese Ressourcen sich entwickeln werden. Es gibt ja auch die Idee von Dills, ich kann mir Ressourcen auch aus der Zukunft nehmen. Ich kann Ressourcen unabhängig von Zeit und Raum nehmen. Also warum nicht die Ressourcen aus der Zukunft nehmen? Und dann suche ich die Ursache in der Vergangenheit. Ich überlege gerade, wir können es hier ganz raffiniert machen, wir suchen die Ursache für die Ressourcen. Und wenn wir hier schon im Ressourcenmodus sind, kann ich jetzt fragen, und wo haben diese Ressourcen begonnen in deinem Leben? Wo fängt das an? Und wenn ich das geschickt manipuliere, finde ich möglicherweise einen Startmoment für die Ressourcen, der liegt sogar noch vor dem unangenehmen Ereignis. Und damit, ich habe jetzt eine Timeline voller Ressourcen. Gegenwart ressourcevoll, Vergangenheit ressourcevoll, Zukunft ressourcevoll. Und damit kommt ein Neuerleben einer ressourcevollen Timeline, in der unter anderem halt auch ein kleines, signifikantes, emotionales Ereignis ist. Von dem ich aber jetzt schon weiß, das hat mir so viel gebracht. Und aus dem Blick jetzt nochmal das Symptom in der Gegenwart angucken, was mich hierher geführt hat, könnte mich sogar mit Dankbarkeit erfüllen. Und ich kann sagen, schon mal dieses Symptom in der Gegenwart war die Ursache dafür, dass ich diesen wunderschönen Prozess überhaupt erlebt habe. Die ist auch schön, die Version. Ne? Also vielleicht nicht ganz so wie die Version davor, aber auf jeden Fall auch eine Version, die sich lohnt, dass man sie mit reinnimmt. Okay, jetzt will ich, bevor wir die umgekehrte Reihenfolge machen, nochmal ein Extraspiel machen.